Das freut mich aber. Unser heutiges Thema ist Porträtfotografie. Und ich freue mich umso mehr, dass Christian Alexander wieder da ist und mir ein bisschen helfen wird, schöne Porträts zu schießen. Und ich habe dir heute schon wieder was richtig Schönes mitgebracht. Ich drück's dir wieder direkt in die Hand. Komm, gib mir den Karton. Also da oder so, auch gut. Wow, das ist auf jeden Fall wieder ein imposantes Gerät. Was haben wir hier Schönes? Das ist ein 85 mm Objektiv. Das eignet sich also wirklich hier für so engere Porträts und das wollen wir heute machen. Und es ist auch besonders lichtstark. Es hat eine Lichtstärke von 1,4. Und warum wir genau das verwenden, das können wir gleich als allererstes ausprobieren. Ich husch mal gerade durchs Bild. Ja. Und stell dich mal auf. Du zielst einfach auf mich. Ja. Und wenn du jetzt die Hand wieder andersrum nimmst und mit dem Daumen, hier guck mal an der Seite, diese Taste drückst, das ist nämlich ganz wichtig. Okay. Dann siehst du auf einmal ein kleines grünes Kästchen über meinem Auge. Ja. Das ist jetzt der Augenautofokus. Ja. Und jetzt achte aber bitte mal nicht auf den Augenautofokus, sondern achte mal bitte auf den Hintergrund hinter mir. Der ist wunderbar unscharf. Ich sehe eigentlich nur eine grüne Fläche. Exakt. Und genau deswegen habe ich mich hier hingestellt. Du kannst mich jetzt quasi aus dem Hintergrund so hervorheben. Genau. Und wenn man Porträts fotografiert, dann geht es ja genau darum, man möchte ja die Person zeigen und möglichst nichts Störendes. Nicht ablenken mit irgendwelchen Sachen im Hintergrund. Und deswegen habe ich dir das Objektiv mitgebracht. Und das ist jetzt praktisch ein Automatikprogramm, was den Hintergrund verschwinden lässt? Nee, das ist in diesem Fall der Blendenwert. Also das ist in dem Fall dieser 1,4, das einfach dazu führt, dass der Hintergrund komplett in der Unschärfe verschwindet. Das heißt, wenn ich jetzt hier arbeite an diesem Rad, dann kommt der Hintergrund irgendwann wieder. Ja, da ist er wieder. Jetzt siehst du es. Und das Foto kannst du auch schießen, aber dann sieht man halt im Hintergrund die ganzen Blätter. Und es ist einfach, es lenkt einfach viel vom Bild ab. Ja. Bitte recht freundlich. So, und noch so ein kleiner Tipp, ich kann jetzt nicht aufs Display gucken, aber wenn du jetzt mich fotografierst, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn du zum Beispiel dafür sorgst, dass hier oben die hellen Ecken aus dem Bild verschwinden, weil die stören ja, ne? Die lenken ja den Blick. Du guckst ins Gesicht und dann guckt dein Blick auf einmal nach dahin. Ich fand es jetzt eigentlich ganz schön, weil es so ein bisschen wie so ein Rahmen ist, aber du wolltest jetzt einfach mal ganz ohne... Genau, versuch mal wirklich nur so, dass du alles, was stört im Hintergrund, ausblenden. Das kannst du einfach machen, indem du einen Schritt zur Seite gehst. Nee, den Ring kannst du in Ruhe lassen, da musst du nichts... Die Hand wieder andersrum. Jetzt haben wir dich ganz grün. Achtung. Genau, und so kannst du halt den Hintergrund ja quasi komplett ausblenden. Und jetzt hast du nichts mehr Störendes und du kannst ja mal gucken, Augenautofokus, ne, der trifft natürlich dann auch und da ist dann wirklich auch das Bild perfekt auf dem Auge scharf. Ja. Das heißt, Tiefe möglichst nicht sehr farbig, sondern in einem Ton, um nicht abzulenken vom zu porträtieren. Genau, was zum Beispiel schlecht wäre, wäre ein Verkehrsschild, was rot leuchtet im Hintergrund. Das würde halt einfach gar nicht passen und würde halt eigentlich das Porträt wieder so ein bisschen stören. Und das wollen wir in der Regel ja nicht. Und wir können uns das ja gleich mal anschauen. Wir gehen einfach mal an die Wand und ich stelle mich mal hier hin, damit du sehen kannst, hier haben wir ja eine Struktur und diese Linien. Und wenn du jetzt das Foto machst, sorry, ich muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen, weil die Sonne so hell scheint. Ich nehme nochmal deine Arme mit rein, Ja gut, jetzt habe ich natürlich keine Unschärfe, sondern die Struktur von der Wand, ne? Genau, und wenn das jetzt ein Hintergrund ist, wo der gut zum Bild passt, ne? Eine Holztür, du hast ein Model da stehen, dann kann das auch durchaus gewollt sein, dann ist es auch okay. Aber hier lenkt es eigentlich eher vom Gesicht ab und man will es eigentlich eher nicht haben. Und das kannst du einfach umgehen, indem ich mich hier, wenn du hier stehst, zwei Meter, dann kann ich schon die genau, Wand, musst du noch ein Stückchen zurückgehen, genau, noch ein bisschen, damit der Abstand wieder stimmt. Ja, komm, jetzt habe ich schon die Wand wieder unscharf. Genau. Und du siehst, jetzt landet der Blick, wenn der Betrachter oder jemand Fremdes sich das Bild anschaut, eben direkt in meinem Gesicht, auf meinen Augen. Und das ist halt genau das, was cool ist. Das heißt, auch nochmal für alle, die vielleicht das Portemonnaie nicht so prall gefüllt haben, wo liegen wir hier und was gibt es für Alternativen? Das Objektiv liegt bei ungefähr 2000 Euro. Da fällt natürlich super viel Licht rein. Man kann es an der Glaslinse hier vorne sehen. Ne? Das ist halt wirklich viel Glas. Und die günstige Variante liegt so bei ungefähr 600 Euro. Und damit kriegst du aber schon einen ähnlichen Look hin und auch ein tolles Bild. Also da ist immer die Frage, bist du der Profi, benutzt du das jeden Tag? Dann wird es wahrscheinlich eher das. Oder sagst du, na, ich mache gelegentlich auch mal Porträts. Dann ist vielleicht die andere Variante. Aber es ist schon wieder so eine Thematik, wo ich eigentlich schon ein besonderes Objektiv brauche, oder? Das kann ich nicht mit meinem Multifunktionsobjektiv machen. Ja, mit so einem Standard-Zoom geht das nicht, weil das ist einfach nicht lichtstark genug. Dann wird der Hintergrund nur so leicht unscharf und dann ist halt dieser Look nicht da. Ne? Also du hast es vielleicht auch gemerkt, dass du gedreht hast. So leicht unscharf ist auch schon ganz nett, aber das kriegst du mit dem Standard-Zoom eben nicht hin. Und da muss man einfach gucken, wie stark möchte man den Effekt haben. Wo ich hier schon mal so ein Profi habe, machst du von mir auch noch eins? Na klar, ich also würde es allerdings unschärfer Hintergrund. Ja, mach ich, gar kein Problem. Allerdings würde ich das in der Regel eigentlich gar nicht hier machen.
Nee? Nö, ich würde es eigentlich gerne woanders machen. Okay. Und da die Sonne jetzt von der Richtung kommt, müssen wir leider in die Richtung fotografieren. Das heißt, pass auf, wir gehen mal hier rüber und wir stellen dich mal hier hin. Okay. Lehn dich einfach mal hier an. Es gibt eine Sache, die mich noch richtig stört. Ja. Und das ist, wir haben jetzt die Sonne absichtlich nach da hinten gesetzt, damit du nicht blinzeln musst, ne? Damit du deine Augen aufmachst. Mir fehlt so der Glanz in deinen Augen. Und dafür brauche ich dann noch ein Hilfsmittel, nämlich einen Reflektor. Das machen wir gleich, aber erstmal zeige ich dir das Bild. Nur, dass ich mal sehen froh, dass du sagst, wir brauchen einen Reflektor. Ich dachte, ich kann den irgendwie erzeugen. Du kannst natürlich auch mit den Augen glänzen, aber ein bisschen Licht von vorne fehlt noch. Aber so, du siehst schon, ein klassisches Businessfoto. Ne? Kannst du genau seitlich durchblättern, da kannst du es sehen. Und dann wird es halt wirklich mit dem Bildausschnitt dynamisch. Perücke wäre vielleicht noch ganz gut. Ja, da hab ich leider heute nicht dabei, aber kriegen wir hin. Was ich aber dabei habe, und ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, hast du die Spiegelung schon gesehen? Können wir mit einbauen ins Porträt? Die können wir nachher mit ins Porträt einbauen. Ich würde jetzt sagen, wir machen es aber nacheinander. Wir machen erstmal den Reflektor und dann gucken wir, ob wir einmal mit. Jetzt leuchten deine Augen und einmal ohne. Direkter Vergleich. Zeige her, jetzt bin ich gespannt. Ja, guck mal. Ja. Das ist ohne und wenn du mal die Lupe drückst, sehen, da haben wir dann einmal mit Reflex und einmal ohne. Man kann den Unterschied sofort sehen. Echt? Ein Tipp. Gar keinen Unterschied. Ja, ein Tipp. Wichtiger Tipp, wenn man Bilder beurteilt, das Display der Kamera hat natürlich eine bestimmte Helligkeit. Mhm. Wenn du in den Sucher schaust, dann kannst du es viel besser sehen, gerade wenn so wie jetzt die Sonne vollkommen rauskommt. Muss ich für Porträtfotos ein bestimmtes Programm einstellen? Ja, du hast ja gerade eben gedreht und ich hatte meine Kamera natürlich schon in den Modus A gesetzt. Mhm. Das musst du machen, um eben diesen Hintergrund scharf bzw. unscharf zu bekommen. Also im Modus A arbeiten und dann je kleiner der Wert ist, desto unschärfer wird der Hintergrund. Man kann auch sagen, kleiner Wert, kleiner Schärfebereich, großer Wert, großer Schärfebereich. Kann man sich super merken und kann dann eben direkt loslegen. Mal hier in die Kamera ist, wie der Augenautofokus funktioniert. Ne? Dein Gesicht wird jetzt von der Kamera automatisch erkannt. Mhm. Wenn ich den Auslöser drücke, dann kommt so ein kleines grünes Kästchen über das Auge und ich muss mir eigentlich um gar nichts mehr Gedanken machen. Ich kann dann einfach nur noch auslösen. Ich kann den Bildausschnitt ein bisschen verschieben. Dein Auge bleibt die ganze Zeit in der Schärfe. Und das gucken wir uns natürlich auch noch mal an. Ja. So. Ich habe vergessen, eben den Aufheller hinzuhalten. Aber alles gut. Okay. Das ist aber nicht so entscheidend. Perfekte Schärfe, ne? Kann man hier wunderbar sehen in dem Bild. Ist genau so, wie man es eigentlich haben will. Was ist jetzt der Vorteil von dem Augenautofokus? Dass du also praktisch immer die Schärfe im Gesicht hast. Nee, nicht im Gesicht, auf dem Auge. Auf dem Auge. Also wenn du mit so einem lichtstarken Objektiv arbeitest, dann ist es so, dass die Nasenspitze zum Beispiel schon unscharf ist, das Ohr schon unscharf ist, nur das Auge scharf. Und das ist für uns bei Porträts besonders wichtig. Das Auge ist das, wo wir als Menschen zuerst hinschauen. Und jetzt war es früher so, dass man dieses Fokusfeld, was man hatte, das konnte man verschieben, das musste man jedes Mal genau das Auge platzieren und dann konnte die Kamera scharf stellen. Jetzt erkennt die Kamera es automatisch. Das heißt, du drückst den Auslöser, das Auge wird erkannt und es wird perfekt scharf gestellt. Das heißt, du kannst dich jetzt auf alles andere konzentrieren. Zum Beispiel auf den Hintergrund, zum Beispiel auf das Lächeln des Models. Ja. Und früher hast du dich nur um die Technik gekümmert und jetzt kümmerst du dich ums Motiv. Und das macht Fotos besser. Und deswegen liebe ich diese Funktion. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch mit einer Hand den Reflektor halten und mit der anderen, weil ich genau weiß, dass die Kamera perfekt scharf stellt, den Auslöser drücken. Und schon habe ich quasi ein tolles Bild. Und das macht Fotografieren halt leicht. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Funktion, die inzwischen eigentlich in allen Kameras Einzug gehalten hat. Ja, einfach besser. Und ich gerade frage, also moderne Kameras haben das einfach, Augenautofokus. Genau, Sony hat das auf den Markt gebracht und hat das eingeführt. Da haben am Anfang alle gelächelt, braucht das irgendjemand? Ne? Inzwischen kann man keine Kamera mehr ohne diese Funktion verkaufen. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank für die schönen Fotos. Ich hoffe, ich habe auch schöne von dir gemacht. Ja, ich gucke gleich nochmal. Aber ich gehe da fest von aus. Ihr werdet jetzt natürlich sofort eure Kamera schnappen, das entsprechende Objektiv und selbst auch mal ein paar Porträts schießen. Ich hoffe, ihr habt was lernen können, hattet Spaß und schaut ruhig mal wieder bei foto-leistenschneider.de vorbei. Da gibt es zum Beispiel dieses Objektiv zum Bestpreis. Checkt unsere Social Media Kanäle, da gibt es regelmäßig Tutorials mit Christian und mir. Und jetzt ab mit euch, Porträts schießen.